Die Erklärung, die mir gegeben wurde, war, dass diese Materialien vernichtet wurden, weil man den Stellplatz für andere Akten brauchte. Sie können davon halten, was Sie wollen. Es spricht auch etwas dafür. Wenn man wirklich zu dem Schluss gekommen war, dass UFOs kein Problem sind, kann ich es verstehen, wenn man die Sachen wegschmeißt. Ob sie es wirklich getan haben? Keine Ahnung. Erstaunlich ist, welche Aufnahmen die US Air Force angeblich vernichtet und welche sie für die Ewigkeit aufbewahrt. Unter dem Eintrag UFO finden sich im US-Archiv nur diese ornithologisch teilweise sehr verdienstvollen, ansonsten aber eher unspektakulären Aufnahmen. Filmschnipsel von Flugzeugen, Kondensstreifen und anderem Trödel. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt. Das ist wie ein 5000-Teile-Puzzle, bei dem 3000 Teile entfernt wurden, einige falsch hinzugefügt. Und jetzt soll man raten, was es darstellt. Militär und Geheimdienste folgen einer Doppelstrategie. UFOs werden intern ernst genommen, öffentlich aber heruntergespielt. CIA-Chef Dulles: Die beste Methode, ein Geheimnis zu bewahren, ist vorzutäuschen, es mit jemandem zu teilen. Das UFO-Problem wird als Top Secret eingestuft. Als die Sichtungen zunahmen, gab es immer mehr Befürchtungen, dass wirklich etwas dran sein könnte. Und man kann das irgendwie verstehen, wenn man an die Stimmung im Kalten Krieg denkt. Die Truman und dann die Eisenhower-Regierung befürchteten tatsächlich einen sowjetischen Erstschlag. Die Amerikaner glauben also, dass die Sowjets hinter den UFOs stecken. Haben die Kommunisten, vielleicht mit Hilfe deutscher Wissenschaftler, Flugscheiben entwickelt? Tatsächlich versuchen sie das, aber sie kommen nicht sehr weit. Amerikaner und Briten verdächtigen die Sowjets schon länger, UFOs zu bauen. Genauer, seit den Ereignissen in Schweden, ein Jahr nach dem Krieg. Handelt es sich immer um die gleiche sowjetische Geheimwaffe? Die Geisterraketen schlugen in Schweden im Frühjahr 1946 zu. Und das kulminierte im Sommer 1946. Das Militär begann sich dafür zu interessieren. Und ab da prasselten die Meldungen über zigarrenförmige Objekte nur so herein. Objekte ohne Flügel oder mit winzigen Flügeln. Und viele stürzten in Seen, überall, in Schweden und Finnland und Norwegen. Was damals Geisterraketen heißt, wird heute UFO genannt. Viele Sichtungen haben sich als Meteore entpuppt. Auch das einzige angebliche Foto zeigt in Wirklichkeit einen Meteor. Die wirklich interessanten Berichte stammen von Militärpiloten, die sie fliegen sahen. Zum Beispiel am 14. August über Mittelschweden. Pilot und Navigator sahen ein zigarrenförmiges Objekt, das von links kam, vor ihre Maschine flog. Und sie versuchten es zu verfolgen. Aber das Objekt war schneller. Sie kamen nicht hinterher. Geheime Raketenflieger, die schwedische Jagdflugzeuge deklassieren, das versetzt das schwedische Militär in Unruhe. Nicht nur das schwedische Militär. Die Geisterraketen werden sehr ernst genommen, sorgen selbst in den USA wochenlang für Schlagzeilen. Damals geheime Karte. Jeder Punkt ist eine Sichtung. Die Fähnchen an den Punkten geben die Flugrichtung an. Man erwartet, dass die Striche nach Osten Richtung Sowjetunion zeigen. Aber diese Vermutung wird nicht bestätigt. Die Schweden schicken trotzdem Spionageflugzeuge an die sowjetische Küste.
Sie fanden keine Abschussrampen, keine Raketen, gar nichts. Aber die Geisterraketen flogen weiter nach Schweden. An einem Tag fliegen an vier verschiedenen Orten Objekte über den Himmel und stürzen dann in Seen. Ein Objekt stürzte in den Kömjasee. Da gab es ein Dorf mit 600 Einwohnern. Und alle müssen den Lärm gehört haben, den das Objekt erzeugte. Denn alle Fensterscheiben zerbrachen. Es stürzte in die Mitte des Sees. Das schwedische Militär startet eine groß angelegte Untersuchung. Man will das Objekt bergen. Taucher hat die Armee damals noch nicht zur Verfügung. Man nimmt insgesamt 30.000 Bodenproben. Soldaten suchen mit Sondierstäben, hoffen auf Wrackteile. Man findet eine längliche Vertiefung am Grund eines Sees. Das ist alles. Sie fanden gar nichts. In keinem See. Keine Spur dieser rätselhaften Objekte. Sie fragten sich, warum jemand ständig Raketen in schwedische Seen schießen sollte. Sie waren ratlos. Die neutralen Schweden suchen und erhalten Unterstützung aus dem Ausland. Die Briten hatten eine geheime Untersuchung gestartet, genau wie die CIA. Man war besorgt und interessiert. Schweden hat viele interessante Gäste in diesen Wochen. US-Brigadegeneral David Sarnoff, ein Funkexperte. Der englische Kriegsheld Douglas Bader und US-General Doolittle, offiziell nur als Vizepräsident von Shell zu Besuch. Er hatte bereits im Zweiten Weltkrieg Pilotenmeldungen über Lichtbälle untersucht, die angeblich US-Bomber über Deutschland und Japan verfolgten. Ermittelt Jimmy Doolittle jetzt wieder in Sachen UFOs? Er arbeitete für die Geheimdienste. Er schrieb zum Beispiel für Eisenhower einen Bericht über die Effektivität der CIA. Eigentlich jeder an der Spitze einer Regierungsbehörde, der ein ernstes Problem hatte, fragte Jimmy Doolittle um Hilfe. Nicht nur, wenn es um Luftfahrt ging, sondern auch bei allgemeinen technischen Problemen. Washington ist überzeugt, die Sowjets steuern die Ghost Rockets. Lächerlich ist damals, wer nicht an UFOs glaubt. Zitat: Kann sein, dass fliegende Untertassen von vernünftigen Bürgern überall in den USA gesehen wurden, aber Europa wird nicht an sie glauben, bis jemand eine Untertasse mit dem Lasso einfängt und sie von Frank Sinatra, dem britischen Botschafter, und fünf Richtern des obersten Bundesgerichts fotografiert wird. Alaska. Nirgendwo ist der Kalte Krieg heißer als im ewigen Eis. In der Arktis belauern sich die Supermächte auf kurze Distanz. Wenn die Sowjets aus der Luft angreifen, dann auf dem kürzesten Weg über den Nordpol hinweg. Das US-Militär behauptet, die meisten UFOs kommen über den Nordpol. Sind sie die Vorboten des entscheidenden Angriffs? Die CIA vermutet, durch die UFO-Fehlalarme soll das Frühwarnsystem der USA verstopft und die Luftverteidigung lahmgelegt werden. Ständige, ergebnislose UFO-Einsätze sollen offenbar die US-Abfangjäger mürbe machen, damit sie im entscheidenden Moment nachlässig reagieren. Oder wollen sie eine UFO-Hysterie in der Bevölkerung und beim Militär schüren? Panik auslösen? Etwas Ähnliches hatte es 1938 gegeben. Orson Welles geniales Radiohörspiel über eine fiktive Invasion der Marsianer hatte an Halloween in den USA eine reale Massenpanik ausgelöst. Lord, they're turning into flames. Ah! The whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles spreading everywhere. Es war eine Lehrstunde über die realitätserzeugende Macht der Massenmedien. Ein epochales Ereignis, das die Welt schockierte.